Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last Guardian. Das letzte Mal haben wir einiges gemacht. Ich war ein bisschen wütend, weil ich relativ sehr lange, fast 40 Minuten, sagen wir mal, nachgeschaut habe, einfach um hierher zu kommen. Und jetzt glaube ich aber, dass wir da hochkören. Da bin ich mir relativ sicher. Also hoch mit uns da. Ich hoffe, wir passen da oben durch. Trikot. Da hoch. Sekunde, gehen wir nochmal auf seinen Kopf. Da hoch. Komm schon, Trikot. Ja, genau. Und darunter. Okay, ich gehe mal vor. Oh, shit. Oh, ich dachte schon, das ist hier kein Wasser. Okay. Vielleicht müssen wir auch, vielleicht ist Trigger auch Wasserschaum. Wir müssen so eine Art kleine Brücke für ihn machen. Habe ich mal gerade auch gedacht. Hier geht es aber auf jeden Fall nicht weiter. Hier könnte es allerdings in einen anderen Teil weitergehen. Tut es aber nicht. Schön. Okay, wir können tauchen. Und dann wahrscheinlich da durchtauchen, oder? Hä? Schwimmen wir jetzt an der Oberfläche? Moment, tauchen, auftauchen. Oh, so tauchen wir auf, das ist gut zu wissen. Gut, dann probieren wir das Tauchen gleich nochmal. Okay, da drüben müssen wir nicht tauchen. Wir kommen da doch niemals runter. Nee. Wir kommen da niemals runter. Na, Trico, komm schon. Die sehen halt gerade nicht. Oh! Alles klar. Okay, anhalten. Ist doch nicht wasserscheu. Der liebe Trico. Nicht, wie ich mir gedacht habe. Wow! Wir müssen da allerdings durch. Da hilft alles nichts. Ich glaube, wir müssen zusammen da unten durchtauchen. Dafür muss ich mich hier nur festhalten. Genau, und jetzt nach unten. Nach unten. Komm schon, Trico. Und du musst es schnell machen, weil ich habe nicht so riesige Lungen wie du. Hm. Komm schon. Oh, verdammt. Wir kommen nicht weiter nach unten. Nicht allein. Ich muss an der perfekten Stelle loslassen, glaube ich. Ich glaube, ich muss auf passender Stelle loslassen und dann ganz schnell da durch und hoch. Ich glaube, das ist hier der Trick. Oh.
Ich glaube, das ist der Trick. Ich weiß es nicht genau. Es schaut zumindest für mich gerade so aus. Okay. Der tiefste Punkt war natürlich hier in der Richtung. Dann schauen wir nochmal. Da lang. Tauchen. Und dann an perfekter Stelle loslassen. Genau. Okay, vielleicht doch. Oh Gott. Trikot, dreh dich jetzt nicht so. Ich sehe nicht, wo ich bin. Okay, loslassen. Auftauchen. Gut, jetzt darunter. Dann muss ich, sobald er ganz tief unten ist. Loslassen. Nein! Verdammt! Hat schon wieder nicht funktioniert. Ich muss genau auf seinen Kopf drauf. Ich kann gerade nicht auftauchen übrigens. Ach so, ich tauche nur automatisch auf, wenn ich keine Luft mehr habe. Interessant. Das ist hier gerade so ein bisschen eine Trial-and-Error-Aufgabe, herauszufinden, dass man auf seinem Kopf sein muss. Okay. Gut, dann probieren wir es gleich nochmal. Wenn wir jetzt schon wissen, wo wir auf Trikot drauf sein müssen, dann sollte das Ganze ja nicht so schwer sein. Der Theorie nach zumindest. Ich bin nämlich nicht so gern auf seinem Kopf, weil er mich da gerne auch mal abschüttelt. Was schon einmal passiert ist. Vorwärts! Und abwärts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hä? What the fuck? Oh, da ist... Moment. Hä? Wie kann ich jetzt auftauchen? Ich hasse das wirklich, dass ich nicht auftauchen kann, manuell. Oh, da lang. Da lang. Genau. Genau. So. Alles klar, okay. Ich hab's verstanden, alles klar. Wir sind doch noch nicht alle Hoffnung und Malz verloren? Was? Hoffnung und Malz verloren? Ja, so rum. Gut, okay. Dann alles klar, das öffnet hier und unten sollte es auch öffnen. Zumindest der Theorie nach. Ich hoffe, das ist jetzt kein Time-Ding. Gut, dann runtertauchen, Trico. Bleib wieder auf deinem Kopf. Genau. Hä? Ist da immer noch zu? Was soll denn die Scheiße? Dass da immer noch zu ist. Da oben ist aber auch kein Weg. Da ist auch nichts aufgegangen. I don't get it. Vielleicht ist auf der Seite irgendwas aufgegangen. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ist schon wieder eine dieser Stellen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Das Spiel wäre so viel besser. In solchen Situationen stelle ich mir immer vor, das Spiel wäre so 100 Millionen Mal fast... Das Spiel wäre eigentlich perfekt, wenn die Steuerung nicht so dämlich wäre. Und Trico teilweise nicht das macht.
was er machen soll. So, jetzt probieren wir es gleich nochmal. Einmal probieren wir es noch und dann werde ich schauen, ob ich hier nicht... Jetzt ist er aber hier, aber... Ich kann nicht tiefer tauchen. Warum kann ich denn nicht tiefer... Warum kann ich denn jetzt hier nicht tiefer tauchen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Warum zur Hölle kann ich jetzt hier nicht mehr tauchen? Okay, ich glaube, ich muss das einfach nur mal ein paar Mal ausprobieren. Ja, gut, wir sehen uns dann in einer Sekunde wieder, wenn ich hier durch wahrscheinlich schwieriges Ausprobieren einfach mal lacke. Das ist leider so, sind einfach so die Stellen in dem Spiel. Das Spiel hatte jetzt nicht letzten Part, aber die 4-5 Parts vor letzten Part war so geil. Und jetzt macht's wieder sowas. Das tut mir dann immer im Herzen weh, wenn ein Spiel dann so verscheißt auf den letzten Metern. Ich weiß nicht, ob es die letzten Meter sind, aber es fühlt sich doch langsam nach Ende, tendenzielles Ende an. Gut, dann würde ich sagen, probieren noch ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder. Oh, oh, es funktioniert, es funktioniert. Oh Gott, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Ich weiß es nicht. Ich kann ehrlich nicht sagen, falls jemand an dieser Stelle Probleme hat. No plan. So. Aber wir sind hier erstmal woanders. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. So, und jetzt hier ans Ufer. Ich glaube, das möchte auch Trico. Ich habe einfach, glaube ich, die ganze Zeit das hier gemacht. Ich habe ihn immer in die eine Richtung befehligt. So. Gut. Alles klar. Dann, okay, wir haben da ein Gitter und da Stuff und da eine kleine Höhle. Schauen wir uns erstmal das Gitter alleine an. Vielleicht ist da wieder ein Hebel und... Ich glaube, da ist ein Hebel dahinter. Ich kann es nicht genau erkennen, aber... Möglicherweise schauen wir, ob das wieder dasselbe ist wie gerade. Ist es, scheinbar. So. Alter, hier hört sich alles so heftig an. Okay, auftauchen. Wie können wir nochmal auftauchen? Ja, nach einer Zeit machen wir das einfach automatisch. Gut. Oh, verdammt. Das ist nicht cool. Oh, müssen wir deshalb von da oben wahrscheinlich kommen. Oh, I get it. Ich verstehe es schon. Ja, keine Sorge. Wir müssen durch eine dieser beiden Höhlen kommen. Moment. Tiefer. 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 Genau, da lang. So. Jetzt hier durch. Und auftauchen. Nicht hier drin auftauchen. Nicht hier... okay. Das Wasser macht mich gerade relativ salty. Wasserlevel in Videospielen sind tendenziell schwul. Das weiß eigentlich jeder. Es gibt sehr wenige Wasserlevel. Selbst die Wasserlevel in The Last of Us, einem, wenn nicht vielleicht sogar das beste Spiel aller Zeiten, waren die beschissenste Teil des Spiels, weil Wasser ist nicht nur dreidimensional. Beziehungsweise Wasser ist halt voll dreidimensional und nicht wie meistens eigentlich nur zweidimensional mit hin und wieder einer Höhe dazu. So. Bringst uns bitte zu der einen Wassersäule da hinten. Beziehungsweise geh auf die eine Wassersäule. Beziehungsweise noch besser.
paddel hier nicht ständig herum. Das macht mich nämlich vollkommen wahnsinnig, wenn du hier einfach durchs Wasser paddelst. Sondern geh da nach vorne. Genau. Da lang. Okay. Beziehungsweise geh einfach auf diese Pillows da drauf, auf die... Oder Pillars, nicht Pillows. Pillows sind Kissen. Auf Ausruhen ist jetzt gerade noch nicht gut. Was ist denn da echt schon wieder los? Ho! Oh. Da lang! Auf diese Pillows drauf. Pillars nochmal, okay. Bitte, Trico, geh jetzt nicht ins Wasser, sondern, wie ich mir das vorstelle, auf einen dieser Dinger drauf. Oder auf den da. Auf den da kannst du auch drauf. Trico? Kannst auch auf den da drauf, wenn du magst. Den da drüben. Ich kann da nämlich nicht selber hochklettern. Auf den da drauf. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht mein Lieblingslevel in dem Spiel werden wird. Komm schon, Trico. Manche Aufnahmen, die letzten zwei, waren saugeil. Diese Aufnahme, die letzte Folge und die umfasst, sind irgendwie verflucht. Mit dadurch, dass die KI einfach für'n Arsch ist. Und dass es nicht wirklich geile Szenen gibt. Nicht ins Wasser! Nein, nicht ins Wasser. Wasser, du brauchst gar nicht ins Wasser zu gehen in dem Level. Warum kannst du überhaupt ins Wasser? Okay. Okay, Trico. Da lang. Warum kann ich das nicht selber steuern, Trico? Warum kann ich Trico nicht wirklich selber steuern? Das würde alles so viel einfacher machen und so viel Frust mir gerade ersparen. Ich weiß, ich höre mich vielleicht gerade so ein bisschen weinerlich an, aber diese Stelle, ihr spielt es nicht. Ich meine, Trico trampelt hier an der Stelle herum. Das ist so verdammt frustrierend. Trico! Schwimm in diese Richtung! Schwimm in diese Richtung, bitte, Trico! Ja! 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 Nur ein Stückchen, nur ein Stückchen in die Richtung, nur ein Stückchen in die Richtung! Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen! Und! Yes! Okay! Wirklich, hier ist nichts aus. Bitte sag mir, ich komme von hier zumindest weiter. So. Jetzt erstmal das hier raus. So. Alles klar. Trico, dann hier. Hier bitte. Oh, das ist jetzt allerdings geil gewesen. Jetzt müssen wir da hoch. Alles klar. Trico, kannst du auf dem Pillow da gleich drauf? Ah, ich glaube aus dem Wasser nicht, aber ich hoffe zumindest, dass Trico jetzt irgendwie bessere Laune hat. So, jetzt hoch. Hoch auf den Pillow. Hoch auf... Holy shit. Okay, erstmal abbeuteln. Damit bin ich zufrieden. So, und jetzt bitte. Weil hier geht's ja sonst auch nirgendwo weiter. Nee, da lang.
Nein, ich zeige ja ganz woanders hin mit dem Analogstick. What the fuck? Ich zeige ganz woanders hin mit dem Analogstick. Ich zeige eigentlich mit der anderen Hand irgendwo hin. Ja, so eher. Nein, nicht so. Ich zeige jetzt ganz genau gerade. Ja, genau. Da auf den... Nicht wieder ins Wasser. Ich bin so frustriert. Das ist das schlimmste Level in dem Spiel bis jetzt. Weil es kein Rätsel ist, sondern einfach eine beschissene Steuerung. Und das ist immer schlimmer. Ich könnte weinen. Ich glaube, ich werde euch das ersparen und werde hier einen Cut machen. Und wenn ich da oben bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich hatte gerade eine Erleuchtung. Und zwar, dass da oben ist gar keine Höhle, in die man rein kann. Man kann nur da rein. Das heißt aber immer noch, dass wir ich ein bisschen... Meine einzige Idee, die ich gerade habe... Ach Gott, ich bin gerade wirklich relativ... Ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade, glaube ich, mit mir selber mehr unzufrieden als mit dem Spiel. Falls ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ich sage, ja, das Spiel ist nur scheiße und so, ist es nicht. Aber ich bin halt hier gerade so ein bisschen nicht so in meinem Element bei solcher Art von Rätsel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Trico, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Oh, oh! What the fuck? Das war die Lösung? Das ist so dämlich. Oh nee, wirklich? Ich komme auf sowas gar nicht. Weil, okay, Wasser bringt mich hoch. Ich dachte, man musste jetzt auf Säulen klettern und dann sich durch irgendwelche Räume kämpfen, aber es ist häufig das Einfache, was richtig ist. Und ich denke in solchen Situationen so gerne viel zu kompliziert. Ich denke entweder in solchen Situationen viel zu kompliziert oder ich denke einfach nicht richtig. Ihr könnt es euch aussuchen. Ich glaube, ich denke zu komplex und nicht richtig, weil ich denke auf jeden Fall nicht richtig für die Situation. Gut, alles klar, dann würde ich sagen... Halt! Ich dachte schon, wir kommen da nicht hoch, aber... Okay, Trico, und jetzt wieder... Ich hoffe, wir kriegen das diesmal ordentlich hin. Trico? Warum drehst du dich jetzt in die Richtung? Ergibt das irgendwie Sinn oder schaust du einfach nur gern die Wand an? So. So, und jetzt darunter. Ich hoffe, da unten ist wieder ein Tor. Wenn nicht... Ja. Wär blöd. So, mal wieder halte ich mich dann fest und befehle einfach jetzt die ganze Zeit... Okay, erstmal da runter. So, und jetzt einfach runter und vorwärts, runter und vorwärts. Runter und vorwärts, runter und vorwärts, runter und vorwärts. Okay, noch ein bisschen höher. Runter und vorwärts, komm schon. Trico, ja. Und jetzt einfach immer in diese Richtung. Immer in diese Richtung. Genau. Okay. Musst du, also ich mache das zumindest so, dass ich jetzt einfach immer die ganze Zeit in diese eine Richtung drücke und R1 halte. Ich glaube, das ist dann schon nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob man es machen muss. Ich habe es, wie gesagt, zwischen dem ersten und dem zweiten Raum bin ich dreimal nicht durch oder fünfmal nicht durchgekommen. Oh, das wird knapp. Tamisetarana, Ototrikuno, Irakazi, Arasai, Iniazi, Awi. Hä?
Okay, das heißt, wir sind jetzt von Trico getrennt, alles klar. Ich dachte gerade schon, ich habe verschissen und wollte gerade sagen, wie kann ich jetzt verscheißen? Ich halte mich extra fest an Trico. Okay, ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, wie lange diese Folge jetzt hier war. Aber ich glaube, lang genug, dass mein Herz jetzt gerade ein bisschen Aussetzer macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Last Guardian. Ich glaube, heute müsste rein theoretisch Samstag sein und damit... Ist halt Samstag oder ist halt Freitag? Ich weiß nicht. Für euch auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls es an einem Tag kommt, wo nur ein Part The Last Guardian ist und das ist jetzt nur, wie ich vermute, so 22, 25 Minuten lang, tut mir das leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich... Tschüss, Leute.